In der Tat, Jasmin. Zweitligastimmung schon auf den Rängen. 28.000 Zuschauer wollen diese Partie sehen. Man hat extra einen Antrag beim DFB gestellt, dass so viele auch ins Stadion hineinkommen dürfen. Das ist Frau Müller von der Geschäftsstelle, die gute Seele dort. Sie möchte auf Rente gehen. Aber den Aufstieg in die zweite Liga möchte auch sie miterleben. Und heute musste sie meistens sagen, es ist alles ausverkauft, keine Karten mehr vorhanden. Hier in dieses Stadion, in diese Kultschüssel, passt keiner mehr hinein. Anstoß für Neumünster. Aber was ist das für ein kläglicher Anstoß? Fast ängstlich. Sie überlassen Dynamo Dresden schon in diesen ersten Sekunden den Ball. Und dann Foulspiel von Dennis Gerstorf. Das ist André Friedrichs, der 32-Jährige. Im Tor erhielt er heute den Vorzug. Freistoß, Dynamo, eine Sache für Wagefeld. Aufsetzerball, ganz knappe Angelegenheit. Wagefeld, der Spieler der Saison bei Dynamo Dresden, setzt gleich das erste Zeichen und sorgt für die entsprechende Stimmung auf den Rängen. Zeitlupe zeigt, wie knapp diese ganze Angelegenheit war. Da macht er sich rank, der Torhüter, kommt aber nicht mehr heran. Hier. Spötter haben über Neumünster gesagt, alles, was noch halbwegs geradeaus laufen konnte, wurde an die Gerdstraße geholt. Aber sie haben sich gesteigert in der zweiten Halbserie. Sie waren ja schon vor der Winterpause hoffnungslos abgeschlagen, standen ohne einen Sieg da. Aber immerhin, dann haben sie zweimal auswärts gewinnen können. Also, auf keinen Fall ist diese Mannschaft zu unterschätzen. Aber Dynamo, Euphorie, starke Anfangsphase der Gelb-Schwarzen. Mit Ziebig. Und Friedrichs fliegt da durch die Lüfte. Da sind die 28.000 sofort hellwach, sofort da. Bei herrlichem Wetter, da macht es Spaß, Fußball zu spielen. Wieder Ziebig. Beuchel. Heidrich. Und dann wird es etwas zu kompliziert in dieser Situation. Vielleicht hätte Beuchel da schon eher schießen können. Aber sie geben den Ton an. Wie eine Lawine rollt ihr leidenschaftliches Spiel auf die VfR-Deckung zu. Der Erfolgsmacher Christoph Franke. Stark in dieser Anfangsphase Langen. Hier wird er nur eskortiert, kann sich durchsetzen und erkämpft einen der vielen Eckbälle in diesen Anfangsminuten. 32 ist André Friedrichs. Ansonsten stand Borger im Kasten, also eine Änderung von Trainer Berndroth. Wieder Eckball, wieder Ziebig. Und diese Eckbälle haben es in sich, weil sich dann auch Möglichkeiten ergeben, aus der zweiten Reihe zu schießen. Fröhlich. Nochmal dasselbe, wieder Eckball, Dynamo Dresden. Schwerstarbeit haben sie zu verrichten im Deckungsverbund des VfR Neumünster. Und das ist die Stimmung hier im Harbig-Stadion. In Erwartung dieses Eckballs von Ziebig. Knappmann ist damit zurückgeeilt. Einer der beiden Stürmer der Neumünsterer. Dritter Eckball hintereinander. Drei Eckentor, haben wir früher gesagt. Aber die war schwach getreten von Ziebig, der dem Hamburger Sportverein versprochen wurde. Noch nicht in der kommenden Saison, aber dann in der darauffolgenden. Freistoß wieder Wagefeld. Das sind diese gefährlichen Bälle. Aufsetzer. Aber diesmal kein weiterer Schaden. Dexter Langen dann mit dem Schuss. Fröhlich noch einmal im Nachsetzen. Zwischendurch tolle Parade von André Friedrichs. Man kann einen Torhüter auch berühmt schießen. Abseitsposition angezeigt. Aber tolle Aktion von Dexter Langen. Glänzte das ein oder andere Mal mit Strafenschüssen aus der zweiten Reihe. Hier. Toll, wie er den erwischt. Und da muss sich der Keeper ganz, ganz lang machen. Und hat Glück, dass hier nicht mehr passiert. 0:0 nach wie vor der Stand der Dinge. Ohrenbetäubend die Anfeuerungsrufe. Da sind sie verunsichert. Chance für Jovanovic. Gerstorf war es, der hier ein wenig zu lax ranging. Neumünster hat einen Zuschauerschnitt von 1.800. Also ich glaube schon,
dass der ein oder andere wackelige Knie bei dieser Kulisse, bei diesen Anfeuerungsrufen bekommt. Mit dem linken Außenriss hat es hier Jovanovic versucht, nach dieser Einladung von Dennis Gerstorf seine Mannschaft in Führung zu bringen. Oppitz. Langen, ganz starker Beginn von ihm. Spielend geht er an seinen Gegenspielern vorbei, in diesem Fall an Petersen, dann auch an Hacker. Und Kopfballmöglichkeit, der Oldie und Goldie der Mannschaft, Heidrich. Wieder einmal ein Angriff über die Flügel, glänzend vorbereitet. Und dann relativ frei kommt er da zum Zuge. Und sie schießen und köpfen diesen André Friedrichs, wirklich berühmt. Tolle Leistung des Schlussmannes aus Neumünster. Rechtfertigt also seine Einwechslung durch Trainer Berndroth. Er ist ja schon der dritte Berndroth, der diese Mannschaft trainiert. Das sind die spärlichen Bemühungen von Neumünster im Angriff. Wagefeld. Toller Pass von Wagefeld auf Ziebig. Dieser Pass ein Lichtstrahl und dieser Knaller von Ziebig. Herrliche Fußballaugenblicke im Rudolf-Harbig-Stadion. Toll gemacht. Dieser Pass war sehenswert und dann auch Ziebig. Er schaute, spielte dann aber nicht ab, sondern riskierte es selbst. Und hier hat Friedrichs Glück in dieser Situation. Die anderen Dynamos, die mitgelaufen waren, wurden gedeckt. Und so entschloss sich Ziebig zu diesem Knaller, zu diesem Pfostenschuss. Wieder diese rechte Seite, die Angriffsseite mit Fröhlich und mit Langen. Alle Dynamos in Bewegung, stark das läuferische Engagement. Pass von Beuchel, Jovanovic, Ziebig. Es funktioniert wie eine Ziehharmonika. Und dann einer der Kleinsten geht hier hoch zum Kopfball. Fröhlich. In Chemnitz hatte er ja ein Kopfballtor erzielt. Wird dann noch behindert, bedrängt im entscheidenden Augenblick. Aber auch er, Christian Fröhlich, mit einer ganz starken Partie. Es gibt keine Abstriche zu machen beim Spiel der Dresdner Dynamos. Allein die Tore fehlen. Ein weiterer kleiner Mann versucht sich nach diesem Flugball vom Rumänen Levente Cic, Ziebig. Das Manko der Dynamos, sie treffen das Tor nicht. 0:0 nach wie vor. Der Stand der Dinge. Toll, der Fröhlich, toll diese Ballannahme. Spitzelt den Ball zu Beuchel. Und das sollte wohl eine Maßanfertigung werden. Fröhlich mit letztem Einsatz. Und dann Beuchel. Schauen Sie, wie knapp das alles war. Es hätte 3, es hätte 4:0 stehen können. Eines seiner besten Spiele in dieser Saison, Dexter Langen. Und dann küsst das Leder, das Aluminium, Heidrich, ein würdiger Kapitän, nicht nur in diesem Spiel. Vorarbeit, wieder einmal Dexter Langen und dann Heidrich. Da ist natürlich in der einen oder anderen Aktion auch Pech dabei, dass hier keine Tore fallen. Aber sie spannen die Fans schon auf die Folter. Vielleicht jetzt mit einem Freistoß. Das ist doch was für Wagefeld. Auch er heute mit einem großen Laufpensum und mit tollen Schüssen. Kaum Beschäftigung für Ignaz Krešić, den kroatischen Schlussmann der Gelb-Schwarzen. Dann Fröhlich und der Keeper im zweiten Zupacken. Noch einmal diese Szene. Gar nicht so einfach, weil auch spät erkennbar dieser Ball für André Friedrichs. Oh, ein Versuch von Neumünster. Nicht ungefährlich, muss aber wohl eine Luftspiegelung gewesen sein. Petersen, Thorsten Petersen, der Adressat dieses Schusses. Und so kann sich Krešić dann doch noch einmal auszeichnen in den ersten 5.